Für mich ist nachhaltige Produktion, wenn Ökologie und Ökonomie in der Landwirtschaft ein bisschen im Gleichgewicht ist. Immer wenn du einen Eingriff machst in die Landwirtschaft und wenn du sie pflegst, auch wenn du einen Baum pflanzt, in dem Sinn, machst du irgendwo einen Eingriff. Und dann musst du immer überlegen, wie ist das nachhaltig? Ich habe ja Kinder. Wie ist das für meine Generationen? Hinterlässt du Spuren, die bleiben und gut sind, förderlich sind? Oder hinterlässt du Spuren, die irgendwo Schaden verursachen? Der Bio-Gedanke, den finde ich gut, ist eigentlich so das Nachhaltige, das wir eigentlich als IP-Bauer probieren zu pflegen. Was ich Mühe habe, ist mit dieser industrialisierten Bioproduktion, wie ich es halt auch kenne von Obstbauer-Kollegen, die einfach sagen, hey, es ist mir gleich, wenn der Konsument ein Bio-Galo will, dann produziere ich ein Bio-Galo und es ist gleich, wie viel das ich spritzen muss, wenn es Bioprodukte sind. Mittlerweile 40% unserer Obstanbaufläche sind auf resistenten Sorten basiert und aufgebaut. Und die sind absolut biotauglich. Also, die brauchen effektiv weniger Pflanzenschutzmittel, ob das biologische oder chemisch hergestellte sind. Die brauchen oft weniger. Und weniger Behandlungen heisst weniger Eingriff in die Natur. Das Thema ist sehr aktuell in der Produktion. Und dort sind wir schon dran, Massnahmen erarbeiten. Wir sind Unkrautbekämpfung in der Heidelbeerdämme, wo wir möchten mechanisch machen mit Bürsten, mit Scheibenvarianten. Auch im Pflanzenschutz versuchen wir, je länger sie mehr, auch biologische Mittel einzusetzen. Und sagen wir, das ist nicht nur, weil wir sagen, wir möchten das oder wir haben das nicht wollen, sondern weil es einfach auch eine größere Auswahl gibt und auch gute Methoden heute und gute Mittel, die auch eine Wirkung haben. Wichtiger als welches Mittel oder welche Massnahmen ist, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt und den Schädling kennt. Und dort braucht es häufig, eben, jetzt wie bei der Himbeere mit der Kieselsäugeflüge, braucht es nicht chemische Massnahmen oder so, sondern es braucht einfach Erntehygiene, die Beere zusammennehmen und genau den Verlauf von dem Insekt verfolgen. Und dann kann man eigentlich einen Haufen Probleme so schon aus der Welt schaffen. Ja, eine nachhaltige Produktion ist das, was sinnvoll ist und das, was auch zielführend ist in einer gesunden Nahrungsmittelproduktion. Das bist irgendwo im Fokus. Und ich will eigentlich nicht irgendetwas machen, wo ich nicht dahinterstehen kann. Also ich sage eigentlich immer, ich will eine transparente, ehrliche Landwirtschaft betreiben. Und ich glaube auch, also, dass so, wie ich Pflanzenschutz einsetze oder wie ich es auswähle, im Moment, nach dem heutigen Stand der Kenntnis, dass ich das gut mache. Und meine Kinder können nebenan auf dem Trampolin humpen, ich kann nebenan wohnen, ich kann darin arbeiten, in den Kulturen, die ich auch behandle. Dort habe ich eigentlich ein gutes Gewissen. Wir sind eigentlich auf dem Weg, um nur resistente oder tolerante, krankheitstolerante Sorten pflanzen. Und dass wir eigentlich diesen Innovationen und diesen neuen Erkenntnissen konsequent eigentlich nachgehen. Das verspreche ich nicht nur den Kunden, sondern auch mir selber.